Willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei meinem Let's Play Imperial Wissen. Ich habe jetzt gerade in der Pause ganz kurz mir meine diplomatischen Punkte angesehen und ich habe jetzt Zazi und Wodan gefragt, ob sie zu mir ins Imperium wollen. Beide mögen mich nämlich ziemlich stark. Und vor allem mögen sie die anderen nicht sonderlich. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass die zwei zusagen. Bei Issa ist das jetzt ein bisschen ein Problem, weil die mögen Patagon genauso wie mich. Xin Lu mag Patagon und Haxaku genauso wie mich. Und Idolon mag Patagon so wie mich. Das heißt, die drei sind ein bisschen schwieriger, wahrscheinlich um den Finger zu wickeln. Tjo. Es gibt nur Länder, die mich mögen und Länder, die mir wurscht gegenüberstehen. Sollten sich Zazi und Wodan entschließen, zu uns zu kommen, kriege ich noch mehr Geld, weil ich denen 20.000 pro Runde zahle. Naja. Okay. Außerdem, wie wir das letzte Mal ja schon festgestellt haben, habe ich da ein paar Truppen weitergeschickt, um diesen Kontinent weiter unter meine Kontrolle zu bringen. Da diese, da Bruhr und Tveld, ah nein, Tveld ist auf meiner Seite. Da Bruhr ja gegen mich kämpft, werden wir Bruhr natürlich genauso angreifen wie die Großmächte. Noch dazu ist Bruhr einfacher zum Erobern. Ja, ich weiß, da ist eine Flotte. Und die ist gemein stark. Jo. Kaufen, 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 kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Brauchen wir da. Nein, das soll der Computer einstellen. Was haben wir denn da? Viele, viele Truppen. Aber eigentlich. Schwache. So, du bleibst noch stehen, du bleibst da stehen. Bleibst auch stehen. Du kannst auch nicht wirklich was tun. Kannst auf irgendwas schießen? Nö. Bleibst mal stehen. Au. Na okay, jetzt kann man auch gleich vorgehen. Oder, nein, ich gehe mal zur Seite mit dir. Und mit dir gehen wir vor. Und tschüss. Mit Ü. Eigentlich sollten wir diese Truppen da nur so hinstellen und warten, bis sie zu uns kommen, weil solange sie dort hinten stehen, haben sie einen Verteidigungsbonus. Und so kriegen sie das Defensivfeuer von uns ab. Andererseits hätte es auch den Vorteil, gut. Wow, okay, du bleibst weiter hinten.
Ah, das da. Okay. Den müssen wir natürlich schon irgendwie erledigen. Da wird auch diese Art Kavallerie nicht schlecht sein. Au, er hat auf uns geschossen. Ah, die Artillerie ist verbessert worden wieder. Auf wen können wir schießen, bitte? Auf den. Ach ja, wieso nicht? So, kannst du den da aufs Korn nehmen? Ja. Du gehst danach rückwärts, wir müssen dich nicht unbedingt verlieren. So, und jetzt schießen wir mal nur auf die wirklich starken Einheiten. So, den sind wir mal los. Und noch so einen relativ kräftigen. Nein, eigentlich nicht. Aus der Verteidigungsfeuer. Und schon ziehen sie sich zurück. Die Feiglinge. Wow. Ach, das war nicht so klug. Mist. Die Feiglinge fliehen. Ärgerlich. So. Wir wollen möglichst die teuren Einheiten von ihm vernichten. Wir wollen grundsätzlich möglichst alle von ihm vernichten. Aber ich weiß nicht, ob sich das so gut ausgehen wird. Auf den kann man schießen. Das ist auch gut.
Gut. Was gibt es da noch? Den hier? Na gut. Zehn Einheiten hat immerhin verloren. Ist auch gut. Ist okay. Das kann da schon drinnen stehen. Ach, das lassen wir gleich ihn machen. Tja, das war abzusehen. Ist okay. Ist okay. Mich nicht. Okay, du bleibst da vielleicht nach hinten. So. Okay, du bleibst da mal stehen. Dich will ich eigentlich sowieso nicht davor vorschicken. Bei dir braucht nur mal eine Kugel falsch fliegen und du bist es mal gewesen. Ein Mitglied dieser Armee nämlich. So, der Feigling flieht. Wir lassen euch übernehmen. Das war vielleicht gar nicht einmal so klug. Ich glaube, jetzt habe ich einen Scout verloren. Würde ich mal fast sagen. Und er hat vor allem nicht seine Artillerie verloren. Ärgerlich. Na okay. Ich jetzt? Der greift mich ein Geierloch an. Ist okay. Mit einem blödsinnigen Typen. Pfah. Lächerlich. Okay, auf jeden Fall werde ich den Computer nicht mehr spielen lassen, auch wenn ich klar dominierend bin, so wie hier. Der Computer ist dämlich. Und zwar wirklich dämlich. Und ich auch. Weil ich mir selbst im Weg stehe. So, hey, wir haben ein Schiff versenkt. Sehr gut. Okay. So, das waren mal jetzt ein Haufen Schlachten, die wir in dieser Runde geführt haben. Hey, Zazi und Wodan werden ein Teil des Reichs. Das ist gut.
Baut da mal ein Depot nur für dieses Öl. Auch nicht schlecht. Da gab es irgendwo ein Gebiet. Oh, da ist ein super Gebiet. Das ist sogar schon angeschlossen. Ja, Scout, wo haben wir den jetzt verloren, den Scout? Da drüben in Hamara, oder? Hamia, so. Wo dann? Ah, die verteidigen gleich mal. Kennewick. Verteidigen sie auch. Die verteidigen auch gleich. Die schauen wir uns an. Boah. Die warten auf Verstärkung. Was mit euch? Ihr könnt weitergehen. Entweder nach Essex oder nach Brewer City. Ja, nach Essex. So, wie schaut das bei euch aus? Ihr wartet noch ein wenig. Ihr verteidigt. Geierloch. Das Geierloch. Warren steht auch nicht so. Soll ich mit denen angreifen? Ah, was soll's? No risk, no fun. Josi hat ja eine Monsterarmee, sehe ich gerade. Urk. Das ist ja riesig. Okay. So, warte mal. Also ihr bleibt mal hier und werdet noch weiter aufgerüstet. Ihr bleibt auch hier, weil euch schicke ich als Verteidigung irgendwo hin. Und der Rest von euch, ich meine, in Josie müsst ihr echt nicht rumstehen. Das kann Josie schon. Der Rest von euch. Geht nach Uri. Und von Uri könnt ihr dann weiter angreifen. So. Du und du. Ihr zwei bleibt noch da. Der Rest geht daher. Du gehst daher. Ihr wartet noch. Ach so, nein. Mist. Stimmt ja gar nicht. Ihr wartet nicht. Josie. So, warte mal. Ihr drei. Geht's mal nach Odostan City. Du läufst in den Hafen ein. Und du gehst nach Odun City. Ihr wartet noch aufs Heilen. Ihr wartet noch fürs Aufrüsten. So. Irre. Irre. Und wir können schon wieder so viel Zeug heimtransportieren.
Ja. Also von jedem zumindest eins zu viel. Das heißt, wir können wieder ein bisschen Konserven danach bauen. Konserven sind echt wichtig. Gut. Noch sowas und so. Achso. Haha. Zu wenig Waffen. Wie viele Konserven kann man bauen? Zwei. Naja. Berühmt sind wir damit nicht. Und nochmal 8 Transport-Dinger. Und das noch weiter aus. Und das ebenfalls. Und das auch. Ja, Waffenproduktion ist etwas zu niedrig. Machen wir das so. Mehr Waffen. Vielleicht sollten wir einem von denen den Frieden anbieten. Patagon ist mit Kem in Allianz. Ah, Haxaco ist mit Kem in Allianz, aber Patagon hat gar nichts. Ah, vielleicht sollten wir denen Frieden anbieten, sobald wir Brur erobert haben. Und das Gebiet da unten von ihnen bieten wir ihnen den Frieden an. Vielleicht nehmen sie ja an. Die müssten eigentlich langsam aber sicher auseinanderfallen, sonst. Na gut. Es ist auf jeden Fall angenehmer, so weiterzumachen, als so wie am Anfang. Okay. So, was haben wir da stehen? Drei Artillerien. Eins, zwei. Puh. Drei. So, perfekt. Gut. Angriff und zurück.
So. Ah, da ist noch jemand zum Schießen gewesen. Deshalb. So, ich glaube, jetzt fliegt jeder. Wir können das so machen. Okay. Viel ist dann nicht mehr stehen geblieben. So, ach nein, ich kann nur auf den schießen. Das ist schlecht. Aber der kann auf den schießen, sehr gut. Und den kann man vernichten. Und noch einen. Und Kapuzi. Aber Karschball könnte man fast schon sagen. Wo geht's da denn durch? Ist vielleicht eh nicht so gut und nicht so schlecht, wenn da noch einer steht, der halbwegs gut schießen kann. Weil. Wer ist da dran? Ah, ihr hier. Dann kommt nicht so viel raus, wenn noch einer schießen kann von den Artillerien. Okay. Natürlich ärgerlich, dass wir die nicht erreichen da hinten. Aber ich fürchte fast, die werden davor. Ah, vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und in Warren werden wir wieder angegriffen auch. Okay. Aha, Puh, ein schön starkes Dings da. Wir werden seinen Ausfall wagen. Netterweise ist er feige und flieht. So dass ich ihm die Artillerie wenigstens zerstören konnte. So weit folgen wir ihm nicht.
Das Problem ist nämlich, um ehrlich zu sein, die sind zu billig, diese Token, die er da hat, als dass ich da riskieren will, dass einer von meinen Typen stirbt. Schauen wir mal, ob wir da einen zumindest zu Tode schießen können. Yep. Zwei haben wir erledigt. So. Warren, da haben wir eine Feldartillerie verloren. Da haben wir nichts verloren. Da haben wir auch nichts verloren. Also, die nächste Feldartillerie geht nach Warren. Ein Haufen Geld. Wir machen 111.000 plus im Monat. Noch weiter schauen. Hey, das ist der dümmste Ort, wo du Öl gefunden hast. Ist eh klar. Das ist so typisch. Arr. Na gut, dann bauen wir halt da auch noch einen Bahnhof hin. Ich weh. Ja, nein, warte mal, bevor wir da den Bahnhof herbauen, schauen wir mal, ob da noch was ist. Vielleicht bauen wir daneben hin. So, wir haben gesagt, nach Warren wollen wir die nächsten schicken. Weil dort ist uns was gestorben. Du verteidigst hier. Wie schaut es bei euch aus? Ja, noch nicht so gut. Wir warten noch. Wie schaut es bei euch aus? Ihr seid auch noch am Ausrasten. Und ihr auch. Und ihr seid mittlerweile umzingelt von den eigenen Truppen. Das heißt, ihr geht einmal daher. Ach ja, stimmt. Ihr wollt jetzt nach Warren gehen auch. Jetzt den da aufrüsten. Und nach. Und schickt man nach Dinep City. So, du bleibst hier und ihr geht's daher. Ihr vier passt auf die Gegend auf. Du bleibst noch stehen. Bleibst auch stehen. So, dann holen wir uns die restlichen Bretter nach Hause. Und noch ein bisschen Essen. Au, das hat mir wehgetan. Das habe ich gut gemacht. Noch ein Scout, noch sowas. Und noch eine Ironclad. Wir produzieren zu wenig Waffen derzeit. Unglaublich eigentlich. Wenn ich mir das am Anfang gedacht. Am Anfang hätte ich mir das nicht gedacht, dass sowas passieren könnte. Dass wir irgendwann mal zu viele Waffen produzieren, zu wenig Waffen produzieren. Am Anfang ist das ja doch eine sehr schleppende Sache gewesen. Wow, wir können 4 Dosen produzieren. Sehr gut. Das heißt, unser Wachstum wird nicht vollkommen erliegen. Wer kauft mir eigentlich dieses ganze Zeug ab, was ich da verkaufe? Meine eigenen Kolonien nehme ich mal an. Und zwar in rauen Mengen.
So, diesen Kontinent haben wir auch schon zur Hälfte erobert. Wie schon gesagt, wenn wir das letzte Patagon-Gebiet hier erobert haben, und das sollten wir ja diese Runde machen, und auch Brur, dann werden wir Patagon mal um einen Frieden bitten. Mal schauen, ob sie annehmen. Ich glaube eh nicht, dass sie annehmen, weil wir sind einfach schon zu mächtig. Und ich nehme mal an, das wird so eine Art eingebauter Schutzmechanismus beim Computer sein, dass er den menschlichen Spieler angreift bis zum letzten, sobald er mal eine gewisse Macht erreicht hat. Wartest noch, vielleicht finden wir ja noch irgendwas in einem dieser Gebiete. Okay, da haben wir also auch nichts. Was ist mit hier? Eigentlich auch keine schlechte Sache, wenn wir dort was finden würden. Gut, jetzt haben wir das da alles verbunden. Diese ganzen Gebiete und dann noch irgendwelche Gebiete, die wir nicht verbunden haben. Ich glaube nicht. Du gehst jetzt mal daher und schaust, ob wir da irgendwie noch mehr anschließen können. Dieses ehemalige Gebiet in Zim ist ja doch eine Frechheit. Ah, warte mal, da haben wir eine Verbindung zu diesen Gebieten. Das können wir doch glatt anschließen, wenn wir daher gehen. Geht's euch? Könnt den Scout mal da lassen und die Artillerie da lassen. Und was haben wir da drinnen? Ein General, eine Heavy Cavalry, eine Heavy Infantry, vier Heavy Artilleries. Ah ja, versuchen wir doch glatt. Euch geht's gut. Mit euch könnten wir eigentlich auch da angreifen. Wow, das ist jetzt eine Monsterarmee geworden. Wir könnten Sim City angreifen. Das wird zum ersten Mal auch Chem schädigen. Und mit euch greifen wir Passaic an. Oder? Auf jeden Fall. Passaic ist sowieso schon leer. Die zwei haben wir auch aufgebessert. Die werden nach. Wohin schicken wir die? Die schicken wir auch nach Ulus dann. Weil wir nicht so sind. So, du bist daher. Ihr wartet auf den, der kommt, und ihr werdet dann ein neues Gebiet quasi für euch erschließen. Die Schlacht werden wir aber nicht mehr in dieser Aufnahme machen. Das machen wir dann das nächste Mal. Gut.
oder nicht gut. Mehr Bretter. Wieder so. Das sind definitiv meine Lieblingseinheiten. Scouts und leichte Artillerie oder Field Artillerie heißt die ja jetzt. Uns noch mal drei. Kann man sowas bauen? Nein, zu wenig Waffen. Oh. Mehr Energie. Woher nehmen wir diese Energie, frage ich mich gerade. Wieder vier Konserven gemacht, auch nicht schlecht. So, wie schon gesagt, an dieser Stelle mache ich für heute wieder Schluss. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen guten Tag.